Wir befinden uns jetzt in der Kirche zu Rohrbach. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts gibt es hier im Bereich eine Kirche. Jedenfalls kann man seitdem belegen, seit 1580. Früher stand diese Kirche auf dem Friedhof. Ende des 19. Jahrhunderts hat man diese Kirche abgerissen. Die alte Kirche war noch in Fachwerkbauweise erbaut. Jetzt die neue Kirche, sozusagen 1897 geweiht, ist eine Jugendstilkirche, die vor allem durch ihre warmen, dunkelbraunen Holztöne beeindruckt, durch die vielen kleinen Details. Man muss durch die Kirche gehen und erstmal entdecken, was es da so gibt. Und eine Besonderheit der Kirche ist auch unsere Orgel. Sie ist eine der Kreuzbach-Orgeln, die auch für uns eine besondere Orgel ist, weil sie so stabil ist. Also sie lässt sich durch nichts aus die Ruhe bringen, ob es regnet oder schneit oder welches Wetter auch immer ist. Da sind die anderen Orgeln sehr viel empfindlicher, während hier in Rohrbach die Orgel immer spielt. Wenn man an den Altar guckt und hinter dem Altar sieht man einen Fries, einen gemalten Fries, auf dem die Evangelisten zu entdecken sind. Es gibt eine wunderschöne Sternendecke. Ich weiß nicht, wie genau die Zusammenhänge sind, aber es gibt eine vergleichbare Sternendecke, zum Beispiel auch in einer Kirche in München. Wahrscheinlich war das in der Jugendstil-Ära ein beliebtes Motiv. Hier verbindet es mit der Schöpfung. Es gibt zwei Inschriften, einmal zum Aufgang der Orgel und zum Eingang in die Sakristei, die ganz zart ins Holz eingelassen sind. Und es gibt im Deckenbereich ein florales Ornament. Auch das muss man erstmal entdecken. Im Triumphbogen hat sich eine kleine Ornamente enthalten, die an das Abendmahl erinnern, eine Weintraube oder besser gesagt zwei Weintrauben und eine Ähre. Warum die auf der anderen Seite nicht sind, weiß ich nicht so genau. Also ich nehme an, dass sie so verblasst waren, dass man sie nicht wieder rekonstruieren konnte. Die Glocken wurden kurz nach der Weihe, also 1897 war der Bau und dann wurden die Glocken also neu geweiht im August 1898. Vielleicht noch interessant ist, dass es eine große Reparatur am Kirchendach und am Turm gab. Ursprünglich verfügte die Kirche über einen sehr langen, sehr spitzen Turm, der irgendwann nicht mehr zu erhalten war. In den 70er Jahren, also 1973, wurde dieser hohe Turm abgetragen und durch eine verkürzte Haube ersetzt, einfach um die Erhaltung zu vereinfachen. Und wir haben Gäste natürlich auch hier im Turm. Also Turmfalken sind hier bei uns zu Gast und leben in unserem Turm. Das, was man in dieser Kirche erlebt, ist eine wunderbar warme Atmosphäre, die auch dadurch entsteht, dass sie so klein ist. Also selbst wenn alle Plätze besetzt sind, bekommen wir hier gerade mal 80 Leute rein. Das ist völlig ausreichend für ein Dorf von 120 Einwohnern, aber es ist immer kuschelig, also in jeder Jahreszeit. Und die Gemeinde pflegt diese Kirche sehr liebevoll. Obwohl es wenige sind hier vor Ort, wird diese Kirche mit großer Liebe gepflegt und das spürt man dem Raum ab.